intensives Spiel auf beiden Seiten. Es waren sehr viele Chancen auf unserer Seite. Gehen, denke ich, verdient in Führung, haben heute wirklich uns das vorgenommen, was uns stark macht, gut stehen und dann einfach vorne schnell umschalten und dann unsere Chancen nutzen. Und ich denke, heute haben wir wirklich ein gutes Heimspiel geliefert, endlich mal, weil die letzten Heimauftritte haben wir nicht so gute Leistungen gezeigt. Und heute, denke ich mal, wieder war ein weiterer Schritt nach vorne und wir sind unheimlich glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man so darauf die Bilder schaut, was für Tradition, was für Geschichte Karlsruhe geschrieben hat. Und wie gesagt, wir können diese Saison auch großen Beitrag daran leisten, dass wir auch Geschichte schreiben. Wir wussten ja schon, dass die Fans das vorbereiten, aber dass es dann so eine Choreo gibt, war einfach überwältigend und Riesenkompliment an die Leute, die das auf die Beine gestellt haben. Können wirklich stolz drauf sein, was sie da heute gezeigt haben und denke ich, ein würdiger Abschluss für das letzte offizielle Spiel, sage ich mal, im Wildpark. Zwei Tore, ich hätte mehr machen können, aber ich bin überglücklich für die Mannschaft. Nicht nur, dass wir in den letzten drei Spielen keinen Sieg hatten, aber ich sag mal so, es ist heute emotionale Stimmung im Stadion. Es war das letzte Spiel im Wildpark und die will ich jetzt auch mal wirklich genießen, weil ich bin bei einem Traditionsverein und ich freue mich gleich, was noch passiert.